dumme Frage, aber was hat das mit den Vögeln eigentlich auf sich? Die Vögel am Fenster? Ah, die Dinger? Ja. Keine Ahnung. Soweit ich weiß, sind die aber dafür, dass sie nicht dagegen fliegen. Ah, komisch, weil ich dachte immer, Vögel. Ich nehme nicht den hier. Ja. Ich dachte immer, Vögel können wesentlich besser sehen als wir Menschen, irgendwie so 12-mal oder so. Ja, ich glaube, ich habe das auch gelesen, aber vielleicht können sie ihre Reflexion nicht sehen oder so. Weird Nature Stuff irgendwie. Wenn sie jemand gerne Narzissten werden. Ja, anscheinend. Stimmt. Es ist lustig, dass du das sagst, weil es erinnert mich gerade sehr an Vancouver. Vancouver ist schön. Ja, auf jeden Fall. Vancouver ist sehr schön. Ich habe, gerade wenn man an einem ganz bestimmten Ort ist und zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, das ist so in der Mitte von Vancouver, und dann nach oben guckt, auf die Wolkenkratzer und wie dann das Licht da reflektiert und man sieht dann den Ozean und den Himmel und alles, man. Es ist wunderschön, wirklich. Das würde ich auch, glaube ich, nie vergessen. Bin ich eigentlich gerade dran? Bist du dran? Ich glaube, ich habe gerade einen Move gemacht, also Dann bin bist ich du dran. dran. Warum warst du in Vancouver? Ah, es war eine Filmproduktion. Ja. Lustig, weil ich war auch mal eine Zeit lang in Vancouver. Ja, also es gibt, in Vancouver gibt es eigentlich wirklich alles, Mann. Es gibt diese Berge, es gibt das Meer. Oh. Es ist wirklich schön. Ich habe sehr viel Zeit einfach damit verbracht, zu spazieren zu gehen. Hab mich gar nicht auf den Dreh konzentrieren können, wirklich. Aber ständig alleine. Nicht mehr so einfach. Du bist dran. Das ist eine schöne Kette. Danke. Die hat mein Freund mir geschenkt. Wir haben uns tatsächlich, das ist ganz lustig, wir sind jetzt tatsächlich in Vancouver zusammengezogen. Ah, Ja. Willst du auch eine Zigarette haben? nein, ich habe vor kurzem erst aufgehört. Ah, und ich habe gerade erst angefangen. Ja. Ja, dafür ist Jakob gut. Muss aufpassen, mit wem du rumhängst. Wie meinst du das? Ach, also, die lassen dich da nicht mehr los. Also, ich meine, weißt du, wenn du einmal mit jemandem da, der raucht, zusammen bist, dann. Weißt du? Ist cool lustig eigentlich. Mein Ex hieß auch Jakob. Ich habe gerade zwei Züge gemacht. Oder? Was? Deiner Ja. macht den. Ja. Was sagst du, dein Ex hieß auch Jakob? Ja, es gibt viele Jakobs auf dieser Welt. Ja. Vielleicht sollten wir sie bei der Geburt durchnummerieren. Ja, Jakob, 1, 2, 3, 10, 8, Genau. 9. Ja. Ja, aber ich glaube, würde ich Jakob heißen, ey, dann. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde lieber sterben. Oh, Ja. das sind starke Worte. Ja, aber es, ja. Er hat mich ganz schön mies behandelt, weißt du, er hat dann den Tag Schluss gemacht, als ich Onkel wurde. Also, Shit, ja. das ist echt asozial. Ja. Meine Schwester hat gerade ihr Kind geboren, wir wollten gerade zu ihr fahren. Er hat sogar das Geschenk ausgesucht, weißt du. Und wir hatten eine super Zeit, weißt Es tut mir leid.
Dann am nächsten Tag war einfach. Puff. Weißt du? War weg. Shit. Tut mir leid. Ja, Mann. Das ist echt asozial. Ja, ich weiß. Jo. Wer ist dran? Ich glaube tatsächlich, dass ich dran bin, oder? Hm? Was war eigentlich nochmal dein Name? Paul. Paul. Was hat dein Freund nochmal gearbeitet? Beleuchter bei den Thriller. Donkey? Vielleicht kennst du den? Das ist ein guter Move da. Ja. Ja, den Film kenne ich. Weiß nicht, bist du noch dran? Ja. Ich glaube, ich gerne auch.